Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play XCOM Enemy Unknown, wo wir uns hier als Feldposten darstellen und nun abwarten werden, was hier passieren wird. Aha. Da hören wir was. Und nochmal? Ist nicht gut, oder? Oh. Hallo. Töten! Wunderbar. Anscheinend ist es diese mäßige Kreatur. Ich bin einer der Banden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Sie positionieren sich. Wie darf der attackieren? Die sind doch gerade erst gekommen. Wie dürfte der denn attackieren? Hä? Richtig behindert. Ach du Scheiße, die ist ja so gut wie tot. 100% Chance. Newton! Sogar kritisch, nice. Das ist wichtig. Gibt es den? Gut. Kannst nochmal attackieren, solltest du auch. Bitte am besten gleich den hier mit. Doch sicher. Schweber gefallen. Das Problem ist, er ist mir zu nah dran. Wie soll man das denn jetzt überleben? Das frage ich mich jetzt. Nur drei! Keine Kugeln mehr. Okay. Wenigstens einer weg. Erledigt. Ach du Scheiße! Oh, 6 kritisch. Du kannst noch treffen, bitte. Du musst. Wieso triffst du dann nicht so gut? Du hast ein Präzisionsgewehr, das heißt, du musst treffen. Danke. Ich hoffe, das reicht irgendwie aus. Da drüben ist noch jemand, ich weiß. Und ich hoffe, der geht da nicht durch, weil wenn doch, dann sind wir tot. Mit ein. Läuft ab. Der läuft weg. Was macht der? Feldposten. Bitte auch irgendwas anderes. Daneben. Oh Gott. Wir haben die Situation halbwegs bereinigt. Haben wir nicht jemanden, der hier hochheilen kann? Bitte. Du Scheiße, die eine ist richtig arg down. Aber wir haben den richtig hart gegeben, ne? Muss man auch mal so sagen. Also das hätte eigentlich total anders aussehen müssen. Fast schon. Also ich bin glücklich, dass es so gefunzt hat. Wunder heilen, Alter. 4 Trefferpunkte wenigstens wieder da. Ach du heilige Scheiße. Macaroni im Himmel. So. Weiß jeder Bescheid, was ich meine. Nicht feuern. Du kannst gar nicht sonst näher dran. Wie machen wir das? Wir machen das doch am besten so. Wähle dich aus. Du haust da auf jeden Fall ab. Du hast sowieso nicht mal was zum Schießen, also sollst du erstmal nachladen. Bereit zum Angriff. Das solltest du, glaube ich. Nimmst du mal nach? Ist dahin? 69%. 20% kritisch! Boah! Alter, hat noch 7.
Alter! Nicer Schuss. Was macht der für einen krassen Scheiß? Der geht einfach einmal hin, alles weg. Krass. Und der macht den wirklich noch down. Alter! Was für ein geiles Team haben wir denn? Als ob das so geht, so extrem. Jetzt haben wir da noch einen einzigen nervigen Typen. Sie treten den Rückzug an, echt? Oh. Fuck. Werde nicht panisch. Wir müssen jetzt hier raus. Wir müssen die Vergiftung abwarten. Würde ich jetzt mal sagen. Davor will ich am liebsten nichts machen. Ist wieder panisch. Super, super, dass du in dem Gift rumlungerst. Sollte jeder dann nachladen, der es kann. Oder Feldposten machen. Oder nachladen, wie schon gesagt. Oder Feldposten. Damit wir hier Stück für Stück immer weiter durchkommen, weil sonst haben wir hier langsam nichts. Und ich hoffe, der eine, der panisch ist, kann sich gleich beruhigen. Okay, es ist da nun weg. Gut. Vergiftung ist schon mal weg. Das ist schon mal eine Hauptsache. Jetzt können wir uns langsam vorpositionieren mal wieder. Mit dem Präzisionsgewehr kann es dahin. Sonst scheint ja nicht jemand so ultra viel. Also sonst scheinen ja alle irgendwie. Nee, das wäre zu arg nah dran. Da sind ja auch sicherlich noch Gegner. Deswegen müssen sehr langsam vorangehen. Wir können es uns nicht erlauben, hier irgendwelche Scheiße zu treiben. Feldposten. Auch mal darüber. Wenn es nichts anderes kannst. Ist darüber. Wir haben noch eine Rakete. Das ist nicht schlecht. Muss auch noch Feldposten werden. Strategisch sonst kein Plan, was schlau ist. Dann gehen wir mit dir dahin. Und du machst den hier. Und dann sollte das hoffentlich ausreichen. Oh! Daneben, schade. Gibt's doch gar nicht. Ist jemand noch eine Runde lang vergiftet? Und sogar 3 Schaden bekommen. Ach, du bist diejenige, die heilen kann. Werden wir danach mal machen, glaube ich. Nein, du kannst da nichts richtig machen. Du kannst da was richtig machen, wenn du da hinkommst und siehst. Ist aber gar keiner. Wundert mich. Ist aber recht gut. Das bedeutet, man kann chillen. Selbst da ist er nicht. Okay. Gehst du da rein? Dann gehst du dahin. Mit einem Präzisionsgewehr, chillst dort, glaube ich. Kannst da auch noch vorbei, stimmt. Das ist recht wichtig, dass das wenigstens gemacht wird. Und irgendwie habe ich mal wieder Probleme mit meinen Kids. Bin alt geworden. Du bist alt! Ich glaube, ich sollte deswegen was trinken währenddessen in diesem Part, weil ich das sonst nicht hinbekomme, weil ich zu dumm dafür bin. Du hast recht viel Schaden bekommen, aber es sollte eigentlich noch gehen. Du chillst hinten besser. Auch wenn du Sturm- und Schusstyp bist, der richtig hart nach vorne gehen kann. Und das können wir auch nicht riskieren, deswegen, ne?
So. Das müsste ausreichen. Da drüben hören wir was, okay. Nur da drüben. Das ist wichtig. Das bedeutet, wir sollten da rüber gehen, so gut es geht. Da können wir aber nicht so gut decken, auf jeden Fall. Hoffentlich sind da nicht gleich irgendwelche Hippies. Sind auch keine. Gut. Das ist wichtig, weil dann können wir ein bisschen hinspurten. Muss man sozusagen. Damit wir hier auf jeden Fall gediegen sein können. Das heißt, auf jeden Fall gediegen halt schon mal so irgendwo auf einer Position sein können, wo es ein bisschen Sinn ergibt. Du gehst dahin. Du gehst nicht dahin. Du gehst dahin. Das Problem ist, wenn jetzt irgendwelche Leute herkommen, wir haben keinen Feldposten bisher. Das ist so gesehen ein verschwendeter Zug, wenn die jetzt einfach wirklich ankommen würden. Wir hier einfach nur so chillen würden. Weil, ne? Ist ja bekannt, warum. Wir sind recht weit nach vorne gekommen. Aha, da drüben. Gucken wir uns an, wie das da aussieht, da drüben. Irgendwo da drüben noch. Oh, yes. Da hinten chillt keiner mehr. Heißt, wir chillen mit allen sechs vorne. Ich dachte kurz, wir hätten 8 Einheiten, aber das wäre ein bisschen komisch, wenn doch. Mal sehen. Es ist gut, dass wir hier eine Sprinterin haben. Ich kann hier immer nämlich zuerst mal auschecken, was hier so abgeht und kann auch immer helfen, im Notfall. Mal sehen, ob da jemand ist. Auch nicht. Jetzt machen wir das mit der Feldpostentaktik, weil jetzt kommen wir sicherlich immer näher und immer näher und... Ich sag mal so, das kann man vielleicht nicht gebrauchen. Wenn man da so richtig hart sonst am Abkratzen ist, halbwegs. So wie meine Stimme. So richtig harter Schüssel. So. Ist bis dahin. Auch wenn das dir nichts bringt, weil du genau perfekt da stehst. So, du kannst uns eh nichts, dann bis dahin. Du kannst bis dahin. Und dann sollte das auch klappen. Dann kann es ja wenigstens Feldposten sein. So. Die Person muss geheilt werden. Die hat zu viel Schaden erlitten. Hört ihr das? So. Hört ihr das? Ja, ja, wir hören es. Klar und deutlich. Over and out. Da ist niemand, das ist gut. Wie stellen wir dich als Feldposten hier hin? Du gehst natürlich bis dahin und hilfst ihm, Wunde zu heilen. So. Nicht bewegen. Das wird wieder. Es ist so gut, dass die einfach so oft ein Medikit benutzen kann. Das ist perfekt. In dem Sinne. Du gehst bis dahin. Müssen wir irgendwie gucken, dass wir Stück für Stück da hinterherkommen. Das ist auch halbwegs in Sicherheit. Sagst du noch da hinterher? Du hast halt 3 Schaden bekommen. Das ist auch blöd für einen Sturmtruppler. Und du 2. Aber da können wir auch nicht immer was machen. Das ist leider das Problem. So. Oh. Da kommt einfach jemand her. Von der Seite. Verdammt. Ja, kein Problem eigentlich. So. Ja, kein Problem eigentlich. X-Ray ausgeschaltet. Wunderbar. Kann sich sogar noch weiter bewegen. Oder wir werden weiterhin als Feldposten agieren am besten. Ich habe keinen Bock, da irgendwelche Scheiße zuerst mal zu machen. So. Wie auch immer wir das bisher geschafft haben in dieser Mission, bisher perfekt durchzukommen. Trotz aller Scheiße. Da drüben sind welche. Ich glaube, ich habe was gehört. Aber da sind auch welche. Daneben. Verdammt. Aber Hauptsache irgendwas zum Explodieren gebracht.
Alter, dass die manchmal gleich sofort schießen dürfen, das ist schon krass. Da habe ich die noch nicht einmal gesehen und dann dürfen sie das schon. Ach, das war ja der Typ wahrscheinlich von vorhin. Aber kein Problem. Haben wir. Jetzt da drüben noch weiter. Jetzt noch 10.000. Was ist das für eine Stage, Alter? Man merkt echt, dass man hier in der Basis ist. Man kann nichts. Das ist krass. Lieber als Feldposten agieren und gucken, wo wirklich die nächsten Gegner sind, bevor ich irgendwelchen Scheiß mache. Ich hab sonst echt Schiss, hier irgendwas zu machen. Opportunist. Da! Ist der Typ. Was? Ich hab's nicht gewusst. Alter. Was für Scheiß. Mit einem Präzisionsgewehr da. Ist panisch? Hm. Verflucht! Ziel verfehlt! Auch daneben. Ist doch scheiße, dass man da einfach... Okay, aber wir wissen das für irgendwann später. Wir wissen das ja irgendwann später. Deswegen chill your nipples. Chill your nipples, ganz einfach. Verdammt! Ich meinte Munition nachladen. Wer hätte ich wissen können, dass der so etwas Krasses machen kann? Jetzt machen wir Feldposten, so gut es geht. Jetzt sind wir nur noch zu viert. Super, und wir haben super Einheiten verloren. Verdammt, ich hasse das manchmal in dem Game. Da kann man manchmal schon was machen, was man möchte, und dann passiert das. Jetzt noch da vorne. Okay. Mal sehen. Ist ja nicht Sprinterin, aber wir probieren es einfach mal bis dahin. Was in Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben. Aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben sie damit nur bezweckt? Was? Kommen wir nicht noch näher dran? Alter. Sieht sehr interessant aus. Okay, da bis dahin alles safe ist und wir leider einige Einheiten verloren haben. Verdammt nochmal. Was kann ich dafür? Das ist für Einheiten verlieren. Das ist doch scheiße. Nachgeladen. Das ist halt schon richtig dumm manchmal. In dem Game. Ich meine, aber auf jeden Fall weiß ich fürs nächste Mal, ich darf an solchen roten Dingern nicht dran sein, weil sonst bin ich richtig hart am Arsch. Wie man gesehen hat. Aber, woher sollte ich das denn wissen? In dem Moment. Das stimmt ja auch wiederum. Da vorne, geradeaus nur noch. Nur noch geradeaus. Gehen mit dir, glaube ich. Lass schon mal vorauslaufen. Das ist problematisch, weil dann... Was lagern sie nur in diesen Tanks? Fragen über Fragen, hm? Auf den nächste dahin spurten, der nächste. Es ist schade, dass wir einfach so viel weniger Einheiten haben. Wir bräuchten echt mehr Einheiten. Aber gut. Ich meine, da kann man leider fürs Erste nichts machen. Wunderbar. Ui. Mann, so viele Einheiten verloren. Aber ich sag doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.